So, was ist das Problem? Wie kriegen wir vielleicht noch die Kurve? Bitte schön. Ja, schönen guten Abend. Es freut mich, jetzt auch mal im anderen Rahmen nach kurzer Zeit wieder in Bonn zu sein und einen Beitrag zu dieser sehr feinen Ringvorlesung beisteuern zu können. Ja, Aspekte der Erderwärmung. Die weltweite Klimakatastrophe, insuffiziente Klimapolitik Deutschland und EU, politökonomische Erklärung und eigentlich nötige Maßnahmen. Und es wird anstrengend. Ich entschuldige mich schon im Vornherein. Der Hintergrund ist, wir hatten ja Corona und ich hätte da in Urlaub fahren können oder eben mich nützlich machen. Und da dachte ich, das ist dann angebrachter. Ich habe da also geforscht und geforscht und zwei Bücher zu verfasst, mich halt intensiv mit dem Thema wieder beschäftigt. Ja, ich gehe nicht aufs ganze Spektrum ein. Ich lasse also Biodiversitätsfragen weg. Inflation, Rezession, Zinsanstieg, Schulden, Corona, Bevölkerungswachstum, Geopolitik, Blockbildung, Ukraine-Krieg und so weiter. Und wir haben jetzt eine Art hedonistische und ignorante Konterrevolution in dem Bereich, weil sehr viele Menschen meinen, es gibt auch wichtigere Probleme. Und danach vielleicht noch kurz die Welt retten, ja. Insofern ist es eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und auch die Militarisierung werde ich nicht ansprechen. Wenn Sie alle Militärausgaben, es gibt da gerade neuere Studien zu, zusammenrechnen und die Emissionen weltweit, dann würde im Ländervergleich der Militärbereich an vierter Stelle stehen, vor Russland übrigens. Ja, ich komme zum ersten Punkt. Erderwärmung, Restbudget. Details können Sie bei Global Carbon Project, einer NGO, kann man sagen, nachlesen. Also wo ist das Problem? Wir haben CO2-Emissionen. Die Hälfte wird absorbiert, die Hälfte ist da, und zwar über Jahrhunderte. So, und dann sammelt sich das an. Und wenn wir immer mehr emittieren, haben wir also ein bestimmtes Restbudget. Und per Klimasensitivität ist dann eben irgendwann eine bestimmte Erderwärmung erreicht. Jetzt sind wir bei 420 Parts per Million, klingt nach wenig, ist blöderweise viel. In den 1980er Jahren war es so, da hat man gesagt, unter Klimawissenschaftlern, es darf maximal 350 bis 400 ppm sein und ungefähr 1 Grad Erderwärmung. Alles, was drüber geht, ist sehr problematisch. Und da sehen Sie schon, dass es so eine Art Moving Equilibrium ist. Man passt sich immer an und sagt dann, ja, jetzt wollen wir unter 1,5, dann sagen jetzt viele, schaffen wir nicht mehr, ja, unter 2 und wo endet das? Und man kommt nicht auf die Idee, dass es schon 27 COPs jetzt gegeben hat, also Weltklimakonferenzen, wenn man den Anstieg hier der CO2-Emissionen, nur CO2, sieht. Von allen Krisen haben sich die Emissionen immer erholt und sie gingen nur dann zurück, wenn es irgendeinen externen Schock, wie Ökonomen das so gerne ausdrücken, gegeben hat, also Finanzkrise, Covid oder ähnliche Dinge. Ja, Pariser Abkommen sagen ja viele tolle Geschichte, immerhin. Frau Schulze zum Beispiel sagte das oft mit einem Lächeln. Und dass der Climate Action Tracker, der zeigt uns hier, dass die momentanen Aktionen der Länder auf 2,7 im Mittel hinauslaufen. Es können aber auch 3,6 Grad sein, ja. Und wenn jetzt die 2030, für 2030 angegebenen Pläne Realität würden, dann hätten wir im Mittel 2,4 oder auch 3 Grad, ja. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Jetzt werden Sie sagen, ja, Sie hätten mal schön Ihre Folien da erneuern können, November 21. Wenn ich Ihnen die vom November 22 gezeigt hätte, wären die haargenau so hoch. Mit anderen Worten, es hat sich nichts getan. Und der Climate Action Tracker, das ist übrigens eine seriöse Veranstaltung vom New Climate Institute, Climate Analytics und den Potsdamern. Die sagen, ich habe es übersetzt in rot unterlegt zweimal, wie schon im letzten Jahr werden die globalen Emissionen im Jahr 2030 trotz aller vorgeschlagenen Maßnahmen immer noch doppelt so hoch sein, wie sie für die Begrenzung auf 1,5 Grad sein sollten. Das ist eine ganze Menge, gell? Um die Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, müssen die Länder in der Klimapolitik, jetzt kommt's, in den Notfallmodus wechseln. Und hierzu werde ich am Ende noch ein paar Vorschläge machen, so wie sie es bei der Energiekrise tun. Davon können wir aber eben nichts bemerken. Dazu komme ich noch. Und ich halte diesen Beitrag heute ganz sachlich und belege die Tendenzen nur mit Zahlen. Dahinter stehen natürlich Zerstörungsprozesse, Dürren, Überschwemmungen, Tiere, die ihren Überlebenskampf
führen und auch Pflanzen, die kein Wasser mehr haben zum Beispiel. Ja, worauf läuft es raus? Selbstverbrennung, wenn man die EU hier betrachtet, dann sagt Climate Action Tracker, da ist die EU unter insufficient und wir werden uns gleich noch fragen, hat sich daran was geändert? Denn die Frau von der Leyen tritt ja jetzt auch auf bei der Weltklimakonferenz und sagt, wir sind doch auf einem guten Weg. Aber die sagen, naja, das läuft aber auf 3 Grad zu. Kann das denn sein? Und die Bösewichter sind die critically insufficient und Ägypten zum Beispiel ist unter highly insufficient. Ja, es wurde ja auch für den Tagungsort extra eine Autobahn gebaut. Das nur nebenbei. Wenn wir uns jetzt mal fragen, wie viel ist denn eigentlich noch übrig, kann man sich an den IPCC, also den Weltklimarat, mal wenden und kann schauen, was geben die denn jetzt eigentlich für Zahlen an? Das ist ein wunderschönes Schaubild. Dummerweise bei der Physical Science Basis, in den anderen 2 Folgen ist das dann nicht mehr drin. Und hier, boah, viele Zahlen, viel Text, ja. Also wir liegen so irgendwie knapp über 1 Grad, und zwar über Land und über Wasser, ansonsten wäre es mehr. Jetzt schauen wir uns nur mal rechts an, die 83%. Ja? Und danach hatten wir vor 2 Jahren noch 300 Gigatonnen, also 300 Milliarden Tonnen weltweit, um eventuell das 1,5-Grad-Ziel, wenn wir Glück haben, noch zu erreichen. Jetzt können wir pro Jahr 35 bis 40 abziehen. Jetzt sind wir 2 Jahre weiter. Dann bleiben also, sagen wir mal, noch 240 Milliarden Tonnen. Und 83% ist nun auch nicht gerade die Wucht, gell? Also ich beliebe zu sagen, wenn man über eine Straße geht und man kommt mit 83% Wahrscheinlichkeit heile auf der anderen Seite an, also ich würde da nicht rübergehen, ja. Aber hier geht es ja auch nur um unsere Zukunft global, nicht? Also das ist schon sehr wenig. Und unsere Politiker, die haben eine Präferenz für 67 oder 50%, weil da können sie ganz locker noch einen Zuschlag haben, ja. Und da können sie sagen, ja, wir haben noch 10 Jahre Zeit und so weiter. Und wir sind doch auf einem guten Weg. Aber die 1,5 sollten wir schon noch anstreben, entgegen allen Unkenrufen, dass das eigentlich nicht mehr möglich ist. Also wir werden diese Zahl gleich noch ein bisschen benutzen und dann geht's da, steht da oben Fat Tails, ja? Also Sie kennen ja vielleicht die Gauss-Verteilung, ich habe es mal berechnet. Also mit 17% einfache Standardabweichung landen wir bei einer Verdoppelung zur vorindustriellen Zeit bei 4 bis 5 Grad. Und diese Verdoppelung werden wir bei 1000 Milliarden Tonnen, die höchstwahrscheinlich erreicht werden, wird das also eintreten. Also mit 17% ist es dann möglich, dass es auch 4 bis 5 Grad werden. Mit 5% Wahrscheinlichkeit 5 bis 6 Grad. Jetzt werden Sie sagen, Fat Tails, ich habe die deutsche Übersetzung, es gibt keine gute, ohne dass Sie sich Gedanken machen, was das wohl bedeuten mag, auch ansonsten. Das haben wir bei der Finanzkrise gesehen. Da haben uns die Finanzjongleure Jahrzehnte erzählt, das kann überhaupt nicht passieren. Und simsalabim ist es in einem Jahrzehnt gleich mehrmals passiert. Also Fat Tails sind Regular Tails manchmal. Und der IPCC gibt ja die Klimasensitivität von 2,5 Grad bis 4 Grad an. Also bei einer Verdoppelung praktisch der Emissionen zum sogenannten zur vorindustriellen Situation. Und das haben wir bald erreicht. Ja? Da kann man sagen, 2,5 bis 4 Grad, das ist aber schlecht. Schlecht. Und dann haben wir ja noch Kipppunkte. Kipppunkte im neuen Bericht werden angesprochen, auch früher schon. Früher hat man gesagt, vielleicht gibt es Kipppunkte. Heute sagt man, in einigen Bereichen sind sie schon erreicht und andere werden, wenn es so weitergeht, mit Sicherheit erreicht. Das heißt, wir haben hier in dem neuen Bericht so einen etwas anderen Tonfall drin. Und dann können wir beobachten, dass auch in renommierten, zum Beispiel in dem Fall amerikanischen Wissenschaftszeitschriften, PNAS, dass hier Climate Endgame-Artikel erscheinen, die man früher nur bei Attac oder so vermutet hätte, ja. Und hier wird gezeigt, ich weiß gar nicht, oh ja, ist ja halbwegs zu erkennen, hier wird gezeigt, wie das alles interagiert und einen Vorgeschmack bekommen wir jetzt schon. Das heißt, fragile Staaten werden weiter destabilisiert, die Mortalität wird steigen, es gibt Knappheiten, Biodiversitätsprobleme.
Verdrängung, ökonomische Ungleichheit wird zunehmen und. Und dieses Schaubild soll andeuten, dass wir es hier mit einem komplexen Ineinandergreifen von klimatischen Veränderungen, Biodiversitätsverlusten und so weiter und sozialen Verwerfungen haben, die wir, und das könnten wir gerne in der Diskussion exemplarisch durchgehen, die wir heute schon beobachten können. Da wollte ich nur darauf hinweisen. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass diese ganze unglückliche Situation, in der wir jetzt sind, von einem ganz, ganz kleinen Prozentsatz der Menschheit bisher angerichtet wurde. Und dass wir als rechtschaffende Menschen ja wollen, dass es allen Menschen auf dieser Welt, hurra, gerade sind es 8 Milliarden geworden, dass sie alle einen vernünftigen Lebensstandard haben. Das kommt also als kleines Nebenproblem noch dazu. Ja, wie kommt das eigentlich? Wir sehen doch überall E-Mobilitätswerbung und ein paar Autos fahren rum. Einige regen sich über die Windkraft auf und Photovoltaik kann es gar nicht genug geben. Wie ist denn eigentlich die Lage, wenn man da mal ein bisschen distanziert draufschaut? Also wir haben es weltweit mit einer Energieexpansion zu tun und nicht mit einer Energiewende. Ja? Und das hier ist von der Internationalen Energieagentur. Und da 2009, verdammt lang her, bis heute, daran hat sich nichts geändert, werden 80% nach wie vor der Energie wird durch fossile Energieträger geliefert. Ja, egal wie viele Windräder jetzt in Deutschland und anderswo stehen mögen. Und insgesamt sind natürlich auch die Emissionen viel höher, weil das ja ein Prozentsatz in einer wachsenden Wirtschaft ist. Ja. Und man könnte da jetzt noch in die Details gehen, zum Beispiel auch, wofür die Corona-Hilfen ausgegeben wurden. Und ich darf Ihnen sagen, nur zum ganz geringen Teil 3% für wirklich umweltpolitische Aktivitäten. Die Multis übrigens, können wir jetzt auch nicht genau darauf eingehen, ich wollte es nur erwähnen, die uns ja hier in Deutschland mit einer sagenhaften Werbekampagne überziehen und sie sich gegenseitig überwerfen, umweltökologisch. Also das Graue zeigt an, die Investitionen in fossile Energieträger. Und wenn Sie in andere Länder gehen und sich da mal die Werbung anschauen, spaßhalber, dann wird dort ganz anders geworben. Ja? Also diese ganze Öko-Werbung, das ist fürs deutsche Publikum, damit wir dann also weiterhin sozusagen ohne Skrupel bei BP, Shell und anderen tanken gehen. Ein kurzes Wort vielleicht noch zu regenerativ. Das ist ein nettes Wort, aber so ganz stimmt es ja nicht. Wenn man sich mal anschaut, was in so einer was in so einem Windrad alles drin ist, ja, da könnten wir jetzt schon eine Dreiviertelstunde damit verbringen, diese Komponenten mal auseinanderzunehmen. Und wenn Sie sich überlegen, dass zum Beispiel das Stahlwerk von ThyssenKrupp in Duisburg 3.500 solcher Dinger bräuchte, um auf grünem Wasserstoff zu basieren, da kann man sich vorstellen, wie unrealistisch das ist, hier von regenerativ und sozusagen Strom zum Nulltarif, jetzt umweltökologisch gesehen, zu bekommen. Na schön, der zweite Punkt. Wie schaut's aus? Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat ein interessantes Gutachten rausgebracht im Juni 2022. Und jetzt die unfrohe Botschaft: In Deutschland gibt es eigentlich ab Anfang 2023 kein Restbudget mehr. Ja? Huch, wie kommt denn das? Wir wollen doch erst 2045 klimaneutral werden. Und ich lasse jetzt mal den Begriff Klimaneutralität unproblematisch stehen. Ich glaube, dass das eine Chimäre ist. Das kann man im Industrieland, geht das gar nicht. Aber nehmen wir das jetzt einfach mal an. Also, was sagen die hier? Und auf Seite 15, ziemlich versteckt weit hinten, ich habe diesen Pfeil da eingefügt. Da sehen wir, okay, also wenn man jetzt 1,5 Grad mit den schon erwähnten 83% Wahrscheinlichkeit erreichen will, hat man noch 0,8 Gigatonnen. Und das sind halt 800 Millionen Tonnen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, wie viele Tonnen emittieren wir denn hierzulande eigentlich so pro Jahr? Da haben wir die Antwort von den Zielen her. Das Umweltbundesamt sagt für 2021, es waren 762 Millionen Tonnen. Und Sie haben jetzt noch im Kopf, 800 dürfen es sein für 1,5 Grad, ja, zur Klimaneutralität mit 83% Wahrscheinlichkeit. Und blöderweise haben wir im letzten Jahr 762 Millionen Tonnen verbraucht. Eigentlich, ich habe den grünen Pfeil hier angebracht, war es ein bisschen anders vorgesehen. Es gibt ja ein Klimaschutzgesetz, ein nachgeschärftes.
Dummerweise hat man das nicht eingehalten. Und das deutsche Klimaschutzgesetz läuft insgesamt übrigens auf 7,9 Gigatonnen hinaus. Das kann man berechnen. Und unsere politischen Vertreter hören das gar nicht gerne, weil das ist eigentlich viel zu viel. Sie können so Sachen ja immer auf zweierlei Art diskutieren. Sie können sagen, im Vergleich zu 1990 reduziere ich bis dann und dann um so und so viel Prozent. Da sagen alle, hurra, super. Ja, ist auch besser als gar nichts. Nur Sie können auch eine andere Rechnung aufstellen. Sie können sagen, ja gut, aber jedes Jahr wird ja, wenn auch reduziert, so und so viel emittiert und das addiert sich dann ja irgendwo. Ja. Und dann sieht die Rechnung eben ein bisschen anders aus. Der Bundesrechnungshof hat übrigens ein schönes Gutachten erstellt. Statt 65% bis 2030, wie eigentlich im Gesetz vorgesehen, werden es nur 49. Leichte Zielverfehlung. Und die klimaschädlichen Subventionen, und das wird auch vom Umweltbundesamt bestärkt, laufen sich auf 65 Milliarden Euro. Das ist auch ein nettes Sümmchen. Und da würde man sich eben wünschen, dass die FDP mal hier eine Subventionsausmistung vonstatten gehen lassen würde. Das tut sie aber nicht. Die anderen auch nicht. Ja, beim Umweltbundesamt gibt es einen wunderschönen Text, zur Frage, wie hoch sind die Treibhausgasemissionen pro Person in Deutschland durchschnittlich? Ist ja auch mal interessant. Ja? Und dann steht da, Import und Export berücksichtigt, dann liegt es derzeit im Durchschnitt bei 11,2 Tonnen CO2-Äquivalente, ja? Wenn Sie auch noch anderes wie Methan einrechnen. Also 11,2 Tonnen. Und jetzt, was ist die Quintessenz der ganzen Geschichte? Klimaverträglich wäre ein weltweiter Pro-Kopf-Ausstoß von unter einer Tonne nach diesem Schaubild, was ich am Anfang präsentiert habe vom IPCC. Ja? Und daraus folgt eine Minderung in Höhe von rund, schreck lass nach, 95% gegenüber dem heutigen Stand wäre notwendig. Und eben hatte ich ja gezeigt, eigentlich müssen wir bis Mitte Februar nächsten Jahres klimaneutral sein, ja. Und jetzt sagen die auch noch 95% gegenüber dem heutigen Stand. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, tja, hat denn dann die letzte Generation und Scientist Rebellion nicht recht, wenn sie sagen jetzt oder nie? Ja, das ist die bittere Wahrheit. Schauen wir mal auf die EU. Auch dazu hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen schön gerechnet. Und damit es nicht allzu ungünstig wird, nur mit 67%. Ja. 83% ist, wir haben vorhin noch drüber geredet, übrigens russisch Roulette, wenn Sie so eine Trommel mit 6 Kugeln haben, ja, potenziell, wo eine drin ist, russisch Roulette. Okay, und 67%, ich weiß nicht, welches Roulette das ist, auf jeden Fall hätte die EU dann noch 17 Gigatonnen, 17 Milliarden Tonnen zur Verfügung, ja. Und nun fragen wir uns mal, ja, auf wie viel läuft es denn raus? Und das hier, das ist wunderschöne Wabe mit den Vorschlägen Fit for 55. Das wurde in Deutschland kaum wahrgenommen, weil genau an dem Tag die Ahrtal-Geschichte losging. Ja? Und deswegen haben sich alle damit befasst. Und dieses Fit for 55 hat keiner so richtig mitbekommen. Also das ist ein ganz schönes Bündel an Maßnahmen, die hier unternommen werden sollen. Und auf die gehe ich natürlich jetzt nicht alle ein. Und man kann aber sagen, es hat 3 Säulen, Bepreisung, Zielvorgaben, Vorschriften. Ja, das gehen wir jetzt nicht durch. Entscheidend an der Sache ist, finde ich, dass das nicht neoliberal oder marktfixiert ist. Einige hätten das gerne, dass man nur CO2-Bepreisung macht. Aber wenn dann die Preise für Benzin an der Tankstelle von heute auf morgen auf 10 Euro steigen würden, wüsste ich nicht so genau, wer mitmacht. Und es ist auch so, und das ist auch der Kommission und den Regierungen klar, und es ist auch so, wenn man nicht jetzt neue Technologien einführt, und das geht schlecht über so Bepreisungen, weil diese Emissionshandelssysteme gewisse Probleme haben und viel zu spät dann reagiert wird, wenn es am Schluss knapp wird, ja, deswegen sagt man eben, wir müssen jetzt da neue Wege einschlagen und deswegen diese ganzen Regularien, die von einigen Marktliberalen dann kritisiert werden. Also man kann nicht sagen, dass es neoliberal oder marktfixiert ist. Man kann sagen, irgendwie ist es auch ambitioniert. Ja? Also die Treibhausgasreduktion sollen von 40% im Vergleich zu 1990 auf 55% steigen. Und wir werden noch sehen, dass das natürlich viel zu wenig ist.
Dann haben wir hier den Emissionshandel, Industrie und Energie und so weiter und so weiter. LULUCF, das ist Landwirtschaft und solche Dinge und Wald, Forst und die Lastenverteilungsverordnung, die vorgibt, um wie viel Prozent insgesamt die Länder reduzieren sollen, ja, wenn ETS 1 abgezogen wird. Egal. Und die zwei Sterne hier, mehr oder minder geglückt, die deuten an, dass letzte Woche hier schon etwas beschlossen wurde, nämlich genau diese Zahlen. Die anderen sind noch offen, aber das wurde beschlossen. Heimlich, still und leise könnte man sagen. Würde mich interessieren, wie viele von Ihnen da was gemerkt haben, geschäftlich. Also diese zwei Sachen, dass man also jetzt die Senkenwirkung auf 310 Millionen Tonnen des Waldes erhöhen will, das ist jetzt beschlossen. Wie man das machen will angesichts von Dürren, ist mir allerdings schleierhaft. Und auch diese Lastenteilungsverordnung hat man jetzt auch beschlossen und ist durch den sogenannten Trilog gegangen. Hier kann man das mal sehen. Unterschiedliche Reduktionsziele sind da vorgesehen. Bulgarien wenig. Das war erst null, jetzt minus 10% bis 2030 und Deutschland minus 50, vorher minus 40. Ja? Da hat man also schon, hat man das schon ein bisschen angezogen. Ja? Und jetzt könnte ich hier noch über alles Mögliche reden und diese Marktstabilitätsreserve. Ja, eine wunderschöne Geschichte, wie man Sachen kompliziert machen kann. Die Schifffahrt, dass also nur innereuropäische Schiffe da einbezogen werden. Man hat das ja groß angekündigt. Aber wenn jetzt eins von China kommt, nur 50% und nur vom letzten Hafen, bevor es in die EU reingekommen ist, ja, ist dann deutlich weniger. Oder Flugverkehr wollte man zunächst. Alle Flüge, die aus Deutschland rausgehen oder reinkommen, wollte man hier in den Emissionshandel einbeziehen. Und dann gab es Gemoser und Rumgemecker und jetzt nur den innereuropäischen Flugverkehr. Und ansonsten kann man sich billig Zertifikate kaufen, ja, freiwillige Kompensationsprojekte. Und die können Sie aber in der Pfeife rauchen, aber besser machen Sie es nicht, was die Pfeife betrifft. Also es ist so die sogenannte wachstumsneutrale Klimaneutralität, da ist man schön in Rückwärtsgang gegangen. Ja. Und wenn Sie sich mal anschauen, als Zwischenbemerkung, wie die Ausbaupläne weltweit von Flughäfen sind, das ist unglaublich. Ja. Das ist unglaublich. Jeder, der sagt 2050 Klimaneutralität, bei diesem Ausbau der Flughäfen, auch innereuropäisch, ja, oder Frankfurt, ja, das neue Terminal und. Überall wird ausgebaut, weltweit, ja, in Asien, in den Emirates und was weiß ich nicht wo. Das ist wirklich schizophren. Sie haben da Double Speak, nicht? Also erst die Ökoplatte, dann wird umgelegt, so, und jetzt wachsen wir wieder. Na schön. Also lange Rede, kurzer Sinn, es reicht nicht. Die EU hatte ich ja darauf hingewiesen, 17 Gigatonnen Gesamtrestbudget. Und das mögen die nicht, wenn man das ausrechnet, ist aber ziemlich einfach. Und auf 37 Tonnen läuft es bis 2030 raus. Ah, das ist viel. Und bis 2050 insgesamt auf 60 Gigatonnen. Und da sind die Verwässerungen, die jetzt anstehen, da nicht einbezogen. Ja? Also mal überlegen, 60 durch 17, schon eine leichte Zielverfehlung. Gell? Also mindestens das Vierfache des Zulässigen. Und es gibt in der EU eine Tabufrage, ich habe es einigen gestellt, auch in der Kommission, wieso eigentlich minus 55%? Warum nur so wenig? Wie kommt ihr da drauf? Ja? Und dann reden die sich raus. Und auch in den Dokumenten, das ist toll, da werden hunderte von Rechnungen angestellt. Aber wenn man fragt, wieso minus 55%, dann ist das so ein ja? Das ist aber auch kein Wunder. Weil wenn man mehr machen würde, müsste man ja sagen, im Rahmen unseres jetzigen Wirtschaftssystems ist das vielleicht gar nicht möglich. Ja? Vor 30, 40 Jahren hätte man all diese Pläne wunderschön umsetzen können. Da hätte man noch genug Restbudget gehabt. Aber jetzt ist ja sozusagen kurz vor Ultimo und dann geht das eben nicht. Und da muss man sich das eben irgendwie zurechtbiegen. Dann kommt der blöde IPCC und kommt mit diesem Restbudget an. Ja? Und wie will man sich da jetzt rauswinden? Das ist eben das Problem. Naja, was ist der Kardinalfehler der ganzen Geschichte? Der deutschen Klimapolitik, der europäischen und auch der internationalen Diskussion. Und ich muss leider dazu sagen, auch der meisten Wissenschaftler, das ist der Ökomodernismus, ja, nämlich die These vom Treibhausgas entkoppelten Wachstum. Und da sehen Sie ja ein Mysterium, also das GDP, das Bruttoinlandsprodukt, kann immer weiter steigen und die Emissionen gehen immer weiter runter, ja, gegen null, ja.
Und das ist ein Schaubild, was also die EU immer präsentiert. Ja? Also wenn man das beliebteste Schaubild angeben sollte, würde ich sagen, das ist es. Ja? Und jetzt kann man sich sagen, naja, schön, ein bisschen sieht das ja so ähnlich aus hier vom Global Carbon Project. Wenn Sie die Asienfinanzkrise nehmen, dann sieht das ja auch wie eine Scherenbewegung aus. Blöderweise steht auf den Achsen was anderes. Ja? Nämlich wir haben einmal die Emissionen, die also weiter angestiegen sind, und wir haben auf der anderen Seite die Emissionsintensität pro Produktionseinheit. Man nimmt also die Emission, die Weltemission, ja, die man ungefähr berechnen kann, und das Weltsozialprodukt. Und dann setzt man das in Relation. Und dann wird das relativ immer weniger. Das sieht man hier an dieser grauen Linie. Ja. Nur blöderweise steigen gleichzeitig die Emissionen. Lange Rede, kurzer Sinn. Man hat hier, und das kann man nicht bezweifeln, die Emissionsintensität reduziert. Das wurde aber überkompensiert durch die Wachstumsprozesse. So ist es halt eben. Ja. Und jetzt ein Beispiel für den Kardinalfehler, das ist die E-Mobilität. Ja? Im Moment macht es mir gar nicht so einen Spaß, darauf rumzuhacken, weil die ja jetzt schon ins Stocken gerät. Weil man zu wenig produziert, weil die Autokonzerne nur fette Autos produzieren, ja? Weil das nicht in die Breite geht, weil man jetzt sauer ist. Die Koreaner und die Franzosen, die stellen kleine Autos her, und die deutsche Automobilindustrie hat einen Nachteil, weil jetzt die Gaspreise steigen, weil sie in Frankfurt alleine 60 E-Mobile und Hybride für eine Ladestation haben, ja. Können die Leute Schlange stehen? In Frankfurt haben sie alle besonders wenig Zeit. Also mit anderen Worten, das wurde schon saumäßig verbockt, das Ganze. Ja, das kann man nicht anders sagen. Und statt dass man die Industrie zwingt, diese Ladestationen aufzubauen, wenn ihr die E-Autos verkauft, müsst ihr auch für die Ladestation sorgen, sagt die EU-Kommission, nein, das muss der Staat machen. Ja, so als müsste der Staat für die Verbrennerautos die Tankstellen einrichten, kostenlos. Ja, das ist der Vergleich. Ich meine, warum sagt da keiner, das ist ein Wahnsinnsplan? Ja? Na gut, ich habe es ja jetzt gesagt. Also auf jeden Fall, emissionsfreie Mobilität, das ist das große Stichwort. Ja? Und das ist natürlich auch wieder so eine Finte, kann man sagen. Und wenn ich mehr Zeit hätte oder speziellere Sachen da vorstelle, dann mache ich mein Ratespiel. Ja? Und ich frage, wer hat das wohl gesagt? Die Automobilindustrie ist für die EU-Wirtschaft von zentraler Bedeutung. Sie schafft Arbeitsplätze. Das Ziel sollte darin bestehen, den Automobilsektor in die Lage zu versetzen, seine Führungsrolle bei den Technologien der Zukunft fortzusetzen und auszubauen. Ja? Das sagt die EU-Kommission genau in der Bestimmung im Rahmen von Fit for 55, um dem Klimawandel zu begegnen, auf der ersten Seite. Da denkt man, huch! Wie kommt denn das jetzt? Ja? Und das ist aber die Philosophie. Und jetzt schauen wir uns mal an, die Realität. 2035 soll der Verbrenner beerdigt werden. Ja? Dann sollen die in Europa zumindest nicht mehr hergestellt werden. Und der ADAC hat was sehr Vernünftiges gesagt. Elektroautos sind nur so sauber wie ihr Strom. Wahr gesprochen. Ja? Denn... Hier haben wir mal eine Lebenszyklusanalyse, in dem Fall des Audi e-tron 55 Quattro. Den hatte ich Ihnen ja eben in blau gezeigt. Und im Nachhaltigkeitsbericht von Audi steht Folgendes, ich habe auch mit den Leuten darüber diskutiert, ja, die da verantwortlich sind. Also die rote Linie zeigt an, nehmen wir mal an, ein Audi würde nur aus regenerativen Quellen, regenerativ halt in Anführungsstrichen, gell, aber ist ja mal egal, dann läuft es auf 20 Tonnen raus. Und wenn wir jetzt diese Zahl vom IPCC nehmen, die auf die Weltbevölkerung aufteilen, dann hat jeder Mensch bis zur Klimaneutralität noch 28 Tonnen. Ja? Das heißt, selbst ein lupenreines E-Mobil, und wir lassen mal die Verkleidung und alles weg, das sind ja auch noch Ressourcen, die da nicht eingerichtet sind, nehmen wir mal an, man könnte Autos aus Marzipan herstellen, ja? Damit die mehr Arbeitsplätze sind, kann man die nach 3 Wochen aufessen oder so. Ja, das wäre regenerativ. Aber egal, ich schweife ab. Also nehmen wir an, es wäre rot, es wäre Ökostrom, ja, dann wären das 20 Tonnen. Und jetzt ist aber so, und man merkt es ja gerade, so viel Ökostrom gibt es hierzulande nicht, weil genau diejenigen, die es jetzt durchsetzen wollen in der Regierung, gut, die CDU, CSU als Hauptaspirant auf diese Rolle ist jetzt nicht mehr dabei. Also wir haben einfach zu wenig Ökostrom. Und das bedeutet,
dass jedes Auto, was jetzt hinzukommt und auf Ökostrombasis laufen soll, ja, oder auf Strombasis laufen soll, dass es anderen den Ökostrom wegnimmt. Ja. Mit anderen Worten, alle E-Mobile laufen im Prinzip auf fossiler Grundlage. Das können Sie so sagen. Ja, gibt es auch Bücher zu. Hören die natürlich nicht so gerne. Und der Vorstandsvorsitzende von BMW hat das sogar gesagt. Und dann sagt er, ja, wenn das so ist, dann können wir auch noch ein paar Jahrzehnte Verbrenner mehr hinstellen. Ja? Das war die Quintessenz von dem. Ja? Und ich würde sagen, wenn wir so ein geringes Restbudget haben, dann dürfen wir eben generell den privaten Pkw-Verkehr müssen wir einschränken und abschaffen. Ja? Danke, Nico. Ist aber der Einzige jetzt. Okay. Aber die Mehrzahl der Deutschen war gestern übrigens eine Umfrage, ja, wurde gezeigt, bei Frontal war es, glaube ich. Und aus der geht hervor, dass sich 50% der bundesrepublikanischen Inländer das vorstellen können. Ja? Das fand ich unvorstellbar, aber okay. Eine neutrale Umfrage. Also wenn man aber auf die Straße guckt, da sind jedes Jahr ein paar hunderttausend Autos mehr. Also da merkt man es noch nicht, sagen wir so. Also das heißt jetzt in Quintessenz, auch die E-Stromautos verbrauchen im Grunde 40 bis 45 Tonnen über den Lebenszyklus. Ja? 10 Jahre pro Jahr, 15.000 Kilometer. Gut, wenn Sie jetzt einen Dienstwagen haben, werden es meistens mehr. Aber das lassen wir unberücksichtigt. Und dann versteckt sich hinter dieser ganzen E-Mobilität natürlich noch das Bestreben der Automobilkonzerne. Und Mercedes hat selten so guten Gewinn gemacht wie jetzt, ja. Also alle Umweltsünder schweben im Moment im siebten Himmel, gell? Also auch zum Beispiel die Ölraffinerien und die Tankstellen und so weiter und so weiter, ja. Also wenn Sie Ihr Geld sinnvoll anlegen wollen mit Rendite, dann dort, wo man es eigentlich nicht sollte. Ja? Okay, und jetzt haben wir hier noch eine Studie, eine großzügige Studie, die neulich von Herrn Bratzer gemacht wurde. Der hat so ein Automobilforschungsinstitut und Greenpeace auch ein bisschen dabei. Und die sagen jetzt, na gut, also wir haben noch 400 Milliarden Rest und ein Achtel kriegt der Automobilsektor. Und dann sehen wir die grüne Linie, ja. Und dann haben die geguckt bei 5 Autokonzernen und die planen aber jetzt in den nächsten Jahren noch weit über 700 Millionen Fahrzeuge Verbrenner. Das heißt ICE übrigens nicht, ist kein Zug gemeint, ja. Also über 700 Millionen wollen die noch produzieren. Jetzt kann man sagen, aber die geben sich doch Mühe. Aber wenn Sie sich zum Beispiel Werbung in Griechenland angucken, da sehen Sie nichts von E-Mobilität. Da werden die schönen, fetten Verbrenner angepriesen an die Leute. Oder wenn Sie zum Beispiel in Serbien oder so gucken, ja, wenn es auch Spaß, einfach mal die Werbung anschauen. Was, für was werben die denn so? Ja, dann ist es genau das. Also irgendwie schlecht. Ja, Unfit for Future, würde ich sagen. Und man könnte das jetzt über viele Bereiche laufen lassen. Also was wir brauchen, wäre eigentlich eine Reduktion des Autoschiffs und Flugverkehrs, ganz im Gegensatz zu dem, was uns die deutsche Bundesregierung und auch die EU, und ich will Herrn Timmermans und Frau von der Leyen nicht unterstellen, dass sie nicht schon ein klimapolitisches Ziel haben. Ja? Nur leider beruht das auf ziemlichen Illusionen. Dann 30% für den innerstädtischen Radverkehr, ja? Zum Beispiel Ausbau kostenloser ÖPNV, gute Zugverbindungen, ja. Am besten Schweizer Taktung, japanische Pünktlichkeit, das wäre da so meine Traumvision. E-Autos, na klar, für den armen Malermeister, der sein Zeug durch die Gegend fahren muss, ja. Aber bitte E-Autos nur, wenn gleichzeitig die Konzerne dafür sorgen, dass sie selber für Investitionen sorgen, die den entsprechenden Grünstrom liefern. Das tun die nämlich nicht, ja. Die nehmen zwar RWE zum Beispiel, nehmen die jetzt Grünstrom ab, aber RWE finanziert das. Und wenn ich frage, ja, mit wie viel unterstützt ihr denn diese Abnahme eigentlich und inwiefern unterstützt ihr denn jetzt neue Solarparks, dann sagen die, das verraten wir nicht. Geschäftsgeheimnis. Ja? Das wäre interessant zu wissen. Sie werben aber damit. Ja, das ist ein mit Grünstrom hergestelltes. Ja, wo kommt der her? Von RWE. Ja, und wenn ihr das nicht gehabt hättet, wie wäre das denn dann? Wäre RWE das nicht losgeworden? Ja, natürlich. Das heißt, die es nicht kriegen, die laufen dann auf fossil. So war das Argument gemeint von vorhin. Dann natürlich ein Tempolimit, kann man drüber streiten.
Tempo 100, Tempo 20, ja. Okay, innerstädtisch Tempo 30. Einige machen sich ja Gedanken, zum Beispiel über Fahrradfahrerinnen, die verunfallen und dann vielleicht auch sterben. Und ich würde mir wünschen, dass die, die das kritisieren, wenn da mal eine Straßenblockade ist, dass die sich auch darum kümmern, dass innerstädtisch Tempo 30 wären auf Autobahn 120. Da würden nämlich pro Jahr ein paar hundert Leute weniger sterben oder schwere Verletzungen erleiden. Also das hätte ich mir gewünscht. Bei denen, die das kritisieren, und Kritik kann man ja nachvollziehen, aber irgendwie bleibt das dann doch auf halber Strecke stehen und man darf dann irgendwie ideologische Motive vermuten. Das ist dann wohl nicht zu weit hergeholt. Ja, Carsharing, Sammeltaxis, in der Türkei gibt es das ja, Dolmuş-System, gell? Und alle 3 Minuten würden die fahren und dann könnte man da einsteigen. Vielleicht gibt es noch einen kostenlosen Kaffee, ein bisschen Musik dazu. Denn wenn Sie mal ausrechnen, wie viel Menschen für Autos ausgeben, ist ja 2 höchste Ausgabenposten für die meisten. Jetzt nehmen Sie mal eine Straße hier draußen, gehen Sie mal 100 Meter und rechnen Sie mal aus, wie viel Geld zusammenkäme, wenn die alle nicht diese Autos hätten, sondern wirklich auf alle 2-3 Minuten Fahrende, auf Zuruf haltende, von mir aus von Mercedes, super automatische, ja, braucht gar keinen Fahrer, Fahrerin mehr drin sitzen, bei Gelegenheit, wenn die darauf zurückgreifen würden, wie viel Geld da flüssig würde, muss ich mal vorstellen. Unglaublich, traumhaft. Na gut, ist aber nicht so. Und natürlich Straßenrückbau, ja. Und ich wundere mich immer, wenn ich zum Beispiel mal von Wetzlar nach Siegen, zu meiner Arbeitsstelle da meine ehemalige, fahre, da sehe ich nur Ausbau, ja. Überall werden die Autobahnen zum Beispiel ausgebaut. Und dann frage ich mich, wie kommt das? Ja, wozu ist das gut? Vielleicht werden das dann Fahrradwege oder dann für Pedelecs oder so, keine Ahnung. Aber dafür sind diese Straßen dann etwas zu teuer, muss man sagen. Ja? Okay, ja, dritter Punkt. Warum ist das so, wie es ist? Ja. Und da ist die These nicht gerade originell, aber eben leider wahr. Wir haben da eine systemimmanente Steigerungsdynamik in unserem Wirtschaftssystem. Und ich bin jetzt kein selbstpatentierter Marxist oder sonst was, ja, sondern das ist schlicht und einfach das Ergebnis, wenn man auf unser Wirtschaftssystem schaut. Konkurrenz und Gewinnwirtschaft. Man will wachsen, ja, man will Gewinne machen, sonst verschwindet man. Konsum, ja. Wenn Sie eine Konsumzurückhaltung haben, dann bricht das System zusammen. Ja? Dann können Sie nicht mehr verkaufen. Wenn Sie einen Produktivitätsfortschritt in der Wirtschaft haben, können Sie im nächsten Jahr mit weniger Leuten das Gleiche herstellen. Also, damit es jetzt keine Arbeitslosigkeit gibt, muss die Wirtschaft wachsen. Ja? Ist ja nur gut gemeint. Landnahme. Nicht? Es wird immer weiter versucht, in solche Tauschprozesse und marktlichen Prozesse noch unberührte Natur zum Beispiel einzubeziehen. Externalisierung. Wenn Sie Chef einer Aktiengesellschaft sind oder dort im Aufsichtsrat, dann ist es Ihre Aufgabe, möglichst wenig Kosten anfallen zu lassen im Unternehmen. Und das heißt, dass möglichst die Allgemeinheit die Kosten tragen soll. Zum Beispiel, indem Sie Leute rausschmeißen, die beziehen Arbeitslosenversicherung, ja, beispielsweise. Das ist die Systemlogik. Das werfe ich den Unternehmen überhaupt nicht vor. So ist es halt, ja. Im legalen Rahmen können Sie das machen. Und deswegen ist es falsch zu sagen, ja, jetzt werdet doch mal alle grün und geht mal in euch, hört mal auf eure Kinder, ja. Macht man eine grüne Strategie und so weiter. Und in der Werbung behaupten sie es ja. Aber nach dem eigentlichen Arbeitsauftrag sollten sie es eigentlich sein lassen. Ja? Und da ist doch irgendwo ein Widerspruch auch. Dann Innovation. Alles soll durch Innovation gelöst werden. Das Dumme an denen ist, dass man die Nachteile meistens erst später sieht. Ja? Und irgendwelche Ressourcen verbraucht es ja nun auch. Und dann haben sie natürlich auch noch die viel beschworenen Rebound-Effekte, ja. Also Sie machen irgendwo was teurer, dann hat ja irgendwo jemand mehr Einkommen und wenn der das dann wieder ausgibt, ja, ist wie gewohnt so zerronnen. Ja, so ist es doch. Wenn Sie zum Beispiel dafür sorgen, dass Sie in Indien und Nepal durch Atmosphäre, ja, Sie kompensieren brav, dann werden dort Öfen hier praktisch installiert. Das ist für die Leute billiger, dann kommen auch mehr Touristen. Ja, wie kommen die da hin? Ja, die fliegen, nicht? Und dann leiden die nicht so unter Rauch und so. Und die Leute da vor Ort, die können es dann auch Moped leisten. Ja? Ja, toll. Das sind eben Rebound-Effekte. Und dann können Sie jetzt Dutzende, und kennen Sie ja selber, Dutzende Rebound-Effekte.
Also so über den Preismechanismus als singuläres Instrument geht es scheinbar nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, das System muss beschleunigen. In der Natur braucht alles seine eigene Zeit. So einfach ist es. Ja? Und diese zwei Zeitschienen, die passen halt eben nicht zusammen. Ja, jetzt kann man sagen, okay, aber kann die Politik das denn nicht ausgleichen? Sie hat es nicht gemacht, aber warum macht sie es nicht? Und das liegt eben am limitierten Staat. Der Staat ist strukturell abhängig von der Wirtschaft, weil er ein Steuer- und Wettbewerbsstaat ist. Ja? Internationale Konkurrenz und. Wo kommen die Steuern rein? Ja, indem zum Beispiel Mercedes große SUVs verkauft. Ja? Und wenn man dann die Steuereinnahmen hat, kann man dann Maßnahmen machen, dass die Folgen dieser SUVs dann versucht wird, irgendwie ein bisschen zu neutralisieren. Also auf jeden Fall muss der Staat eine Art Zweckgemeinschaft mit den Inhabern ökonomischer Macht eingehen, damit das Wachstum funktioniert. Und wenn sie da ausscheren, dann kriegen sie eins aufs Dach, ja. Also vielleicht in dem Fall war es ja gut so. Die Frau Truss, ja, die hat so komische Ideen gehabt zur Steuersenkung, ja. Und dann hat die Finanzmannschaft gesagt, die hat es nicht alle, ja. Und sie haben dann die Britischen das Pfund in den Keller segeln lassen und dann wurde die ausgewechselt, ja. In dem Fall war es ja nicht falsch, finde ich. Aber sie haben eine hohe Abhängigkeit. Und wenn Sie sich zum Beispiel fragen, warum nach der Finanzkrise eine extrem würstchenhafte Haltung durchgängig bis zu den Grünen von Seiten der Politik gegenüber der Finanzgroßindustrie stattgefunden hat, dann liegt es daran, weil die nämlich schlicht und einfach am Haken dieser Industrie hängen. Ja? Am Haken der Realwirtschaft, damit sie Steuern reinkriegen. Und wenn sie sich dann verschulden, hängen sie am Haken eben der Finanzgroßwirtschaft. So ist es. Und das ist jetzt keine personelle Deformation der Politiker, das kommt noch hinzu, dass sie möglichst ein abgeschliffener Kieselstein, dass sie da so hoch hangeln, ja, sondern das ist schlicht und einfach strukturell bedingt. Deswegen hilft es auch nicht, da bestimmte Personen auszuwechseln oder denen irgendwelche Charaktermissbildungen da zu unterstellen, ohne dass man sie damit ausschließen sollte. Und durch die neoliberale Reformen der letzten Jahrzehnte, ja, jetzt haben wir ja schon wieder eine andere Richtung. Aber stellen Sie sich mal vor, die 80er, 90er und 2000er Jahre, da war ja doch nun wirklich eine neoliberale Politik, die sich nicht jetzt im Staatsanteil am BIP niedergeschlagen hat, aus bestimmten Gründen, aber doch als allgemeine Mentalität bis in die Krankenhäuser rein. Ja, ja, das gab's und das hat natürlich zu einer noch höheren Handlungsbeschränkung geführt. Und dann sind wir ja eh schon im Krisenmodus. Ja? Wachstumsschwäche, auch von denen, die Wachstum haben wollen, es klappt ja nicht so. Ja? Dann Covid, dann dieser ganze Kriegskram und so weiter. Und dann natürlich gibt es eine stillschweigende Grundlage unserer Gesellschaft, die darauf beruht, keine allzu radikalen Eingriffe ins Privateigentum. Da ist die Frage, ja, geht das eigentlich ohne? Gell? Also insofern ist das echt problematisch. Ja? Gut, und das Ganze führt zu einem klimapolitisch-industriellen Komplex aus Industrie, Politik, Medien, Wissenschaft, Forschung, die ja auch immer mehr drittmittelabhängig und so weiter ist, und auch der Konsumenten. Ja? Also die Bösen sind nicht da draußen, sondern das Böse, so gesehen, steckt auch in uns, ja, die wir doch auch nicht leben wollen. Und das ist das Problem. Also wir haben sozusagen eine Super-GroKo hier, gegen die es anzugehen gilt. Und da darf man sich selber nicht ausnehmen. Okay. Ja, ein neues Zivilisationsmodell, groß gesprochen. Das war ja auch da im Titel drin. Ja, was nu? Gell? Also jetzt habe ich das so in schwarzen Farben gezeichnet. Das Restbudget ist so gut wie weg. Die Politik der EU und so weiter, das bringt alles nichts. Und dann kriegt man natürlich die Frage, ja, Schlaumeier, hast du denn jetzt mal ein paar Vorschläge? Naja, also zunächst mal stay grounded, ja. Im Grunde muss Gas, Öl und Kohle im Boden bleiben. Und alles hier unter der Nulllinie, das sind die vermuteten Vorkommen. Und das sind nur die in etwa bekannten. Und dummerweise kommen da ja andauernd neue hinzu, ja. Und es gibt eine schöne NGO, Oil Change International, da kann man sich das mal angucken, wer wie viel CO2-Emissionen produziert. Und das sind natürlich mit an erster Stelle diese ganzen Ölförderungsgesellschaften. Ja? Aus den USA, aus China, aus Emirates, Saudi-Arabien, Katar und so weiter. Und
Jo, und dann ist natürlich die Frage, ja, wie macht man das jetzt? Zunächst eine kleine Zwischenbemerkung. Das ist der einzige Kommentar zur aktuellen Krisenpolitik. Das Beispiel LNG. Also gestern hat man ja glückliche Gesichter gesehen. Hurra, hurra, das erste LNG-Terminal ist jetzt fertig. Ja. Ein Schiff mag kommen, gell, und bald kommen sie, gleich zwei. Ja. Und man hat sogar in kürzester Zeit hat man über 20 Kilometer Pipeline hingekriegt. Ja. Also wenn in dem Tempo ein Nachfolger des mal ein Euro-Tickets hingekriegt hätte, hätte ich gesagt, Donnerwetter. Ja. Also das eine dauert bis nächstes Jahr, das andere technisch schon aufwendig. Ja. Das geht in Windeseile. Wo ein Wille, da ein Weg. Nichts ist unmöglich, aber einiges scheint nicht möglich zu sein. Gut, hier sehen wir mal und die Global Oil and Gas Exit List, da können Sie sich das mal genau anschauen. Sehr impressiv, was da alles geplant wird. Also hier haben wir erstmal im Dunkeln haben wir die bestehende Infrastruktur und diese gelbe Linie von der Internationalen Energieagentur, die sagen, wenn wir da in dem Bereich 2050 klimaneutral sein wollen, dann müssen wir jetzt so langsam rutsch runtergehen, ja? Und jetzt ist es aber natürlich genau andersrum. Also 235% Zunahme der Kapazität 2022 bis 2030. Verdammt kurze Zeit, oder? Ist da geplant. Under construction, approved, proposed. Und alle rufen, hurra, unabhängig von Putin. Ja? Der Putin sagt, kein Problem, ich finde immer Abnehmer. Ja? Schicke ich es halt nach China. Also hier sehen wir mal, und das ist die einzige Bemerkung zur aktuellen Energiedebatte jetzt, für Öl könnte man das genauso machen, könnte man anschauen, wo wird da gefördert, wo kommt das Gas eigentlich her, vom bösen Fracking, ja, aus den USA, und mal sehen, ob die Katarer die Bundesregierung noch breitschlagen, dass sie sagen, na gut, dann machen wir halt 20 Jahre, ja, Brückentechnologie ist halt eine größere Brücke, ja, gibt ja auch schon große Brücken, okay. Also lange Rede, kurzer Sinn, das sind die Zeichen der Zeit im Moment, ja, und nicht das, was jetzt kommt. Also wir brauchen ein Notstandsprogramm, whatever it takes, ja, diese schöne Formulierung vom Herrn Draghi würde ich da aufgreifen. Und es gibt ein Buch, um nicht das eigentliche zitieren zu müssen, von Graham Maxton, Globaler Klimanotstand. Das ist ein Programm extra für Deutschland entwickelt, gibt es auch witzigerweise in keiner Übersetzung. Und da wird so ein Notstandsprogramm formuliert. Und es gab auch früher von Randers und anderen im Jahr 2010 und so schon welche. Also diejenigen, die sowas jetzt fordern, die kriegen also jetzt keinen Originalitätspreis. Ja, ja, die Netto-Null bald nach 1.1.2023, CO2-Preis, müsste eigentlich über 300 Tonnen liegen. Oh, schlecht, gell? Und dann brauchen wir so eine Grenzausgleichsabgabe, im Fachjargon CBAM. Das wird aber gerade von der Kommission ein bisschen zu den Akten gelegt. Gell? Und wenn Sie die Idee des Klimaclubs von Herrn Scholz gut finden, dann ist diese Idee einzig und allein deswegen gekommen, weil man so eine Grenzausgleichsabgabe für unrealistisch hält und deswegen irgendwie so ein Mittelding haben will. Ja? Können wir in der Diskussion gerne darauf eingehen. Das ist der Ursprung praktisch des Gedankens des Klimaclubs, ja? Dass man merkt, das klappt nicht. Gell? Nur nebenbei. Habe ich gerade neulich gelernt von einem Studierenden, der da im Weltkrieg tätig ist, ja, der das natürlich so nicht gesagt hat. Okay, dann brauchen wir ein fossiles Weltkartell. Das wäre sinnvoll. Man müsste sich mit den Produzentenländern, die also diese Reserven haben, zusammensetzen. Das sind Autokratien, da kann man schnell zum Ergebnis kommen im Prinzip, ja. Und müsste deren Interessen berücksichtigen, müsste sagen, pass mal auf, Freunde, ihr wollt ja sowieso auch umschalten. Und jetzt lasst uns mal überlegen, wir legen Geld auf den Tisch, wir garantieren euch eine bestimmte Abnahme, einen bestimmten Abnahmepreis für die Zukunft. Und wie können wir das machen? Klingt im Moment ein bisschen unrealistisch, ist aber deutlich realistischer als sowas wie Konferenzen à la Sharm el-Sheikh. Oder die Sachen werden gefördert. Dann sagen die Europäer, wir verbrauchen aber weniger. Und dann sagt der Rest der Welt, ja, das ist ja prima. Dann kriegen wir für billigeres Geld, für diese Sachen kriegen wir das jetzt, das sogenannte grüne Paradox. Ja, das bringt ja überhaupt nichts. Und wenn Sie sagen, wir müssen jetzt mal 200 Länder zusammenbringen und da 30.000 Leute versammeln, ja, gut klimatisiert übrigens da in Ägypten, gell, in der Wüste, da muss man 30.000 Leute zusammenbringen und dann sollen die sich mal in anderthalb Wochen da, sollen die sich mal klar drüber werden. Und jeder, der da nicht mitmacht, wird belohnt.
die nicht mitmachen, werden auch nicht bestraft. Ja? Und man orientiert sich an denen, die am allerlangsamsten sind. So geht das nicht. Ja, da müssen 15 Länder sich zusammensetzen. Man muss sagen, so und so machen wir das jetzt. Dann wird ein CO2-Preis gesetzt und die anderen maulen und müssen ihn bezahlen. Ende der Vorstellung. Ja? So muss das laufen. Ja, dann maximal 20 Stunden formale Arbeit. Hochschulangehörige natürlich ausgeschlossen. Kann ja keiner kontrollieren. So immer unsere Bücher lesen und so. Aber vielleicht dürfen wir dann nur eine bestimmte Anzahl von Seiten pro Jahr produzieren. Ja? Das wäre natürlich schwierig, wenn man gerne etwas epischer ist. Aber das würde einem sicher auch gut tun. Okay, dann 70% weniger Ressourcenverbrauch. Habe ich jetzt einfach mal gesagt, es können auch 75% sein. Und diese ganze Wachstumsdebatte ist ja ein bisschen cloudy und fassige. Wachstum geht das nicht. Und Qualitatives und Grünes und was weiß ich nicht. Ja, der Kampf der Adjektive. Das ist alles Käse. Man muss sagen, wir müssen den Ressourcenverbrauch um so und so viel Prozent senken. Und wie wir das dann berechnen, ob wir das Wachstum nennen oder nicht Wachstum, ob wir die Defensivausgaben rausrechnen und die unbezahlte Küchenarbeit rein, das ist vollkommen wurscht. Ja? Das können gerne Leute des Statistischen Bundesamtes machen. Das ist aber nicht die Klimadebatte, meiner Meinung nach. Die lenkt nur ab. Also auf jeden Fall ist meiner Meinung nach nur mit einer BIP-Schrumpfung möglich. Und dann kommt halt so eine Postwachstumsangelegenheit in den Blick. Und statt Expansion, Rückbau. Ja? Rückwärtsgang ist angesagt. Denn wenn man sagt, wenn der Scholz jetzt sagt, wir brauchen eine neue industrielle Revolution. Toll, aber die brauchen ein paar Jahrzehnte sowas, ja, wenn man mal zurückguckt. Und wir müssen mit den jetzigen Technologien, müssen wir das hinkriegen. Ja, so ist es, weil eben keine Zeit mehr ist. Haben wir halt verpennt. Ja, also BIP-Schrumpfung, Postwachstum, Rückbau, Exnovation. Wir müssen nicht überlegen, wie können wir jetzt den Verbrenner ersetzen durch andere Autos, die aber genauso viel gewinnen und so weiter raushauen. Ja? Sondern wir müssen sagen, wie können wir möglichst viel Produziertes loswerden, ohne dass eine Wohlstandseinbuße eine relevante da ist. So muss man denken. Und da kann ich mir keinen aus der Industrie vorstellen, der sagt, hurra, wir haben was erfunden, wir können jetzt unser Unternehmen auflösen. Der würde eine Viertelstunde später würde der gefeiert. Ja? Das ist ja logisch, dass das nicht gehen kann. Und deswegen ist diese ganzen Versuche, man muss mit der Industrie reden und alle müssen sich Mühe geben und so weiter. Das kann so nicht laufen, weil irgendwo eben auch die Interessen reinkommen. Ja, keine Privat-Pkw, habe ich schon gesagt. Und wir brauchen halt blöderweise eine wirtschaftliche Gesamtrahmenplanung. Ja? Wir müssen uns mal darüber klar werden, was sind Basisbedürfnisse, was sind Luxusbedürfnisse. Das hier ist ein Input-Output-Schema. Da geht es darum, wir definieren erstmal, was sind unsere Endbedürfnisse. Und dann gucken wir, und am Anfang haben wir, wie viele Ressourcen wollen wir nutzen, ja? Im Rahmen eben der Grenzen. Und dann überlegen wir uns, wie können wir diese Endnachfrage angesichts dieses Ressourcensets, wie können wir die befriedigen? Und da gibt es natürlich Input-Output-Matrizen, ja, all das gibt es. Wuppertal-Institut hat das früher mal gemacht, kam dann etwas in Ungnade irgendwie. Aber es gibt Leute, die das machen können und sowas wäre das dann. Ja. Und das Statistische Bundesamt in Wiesbaden hat wunderschöne Berechnungen diesbezüglich. Und so eine Diskussion scheuen wir aber. Weil keiner sagen will, Luxus, das ist keiner. Und das ist natürlich auch ein Problem. Ja? Das klingt paternalistisch. Das geht gegen unsere individualistische Ordnung. Alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Ja? Wenn die Super Rich jetzt ihre hedonistischen Partys feiern, ja, das dürfen wir nicht verbieten. Ja? Nicht? Und jetzt geht der Champagner aus, hat morgen eine Zeitung gelesen. Ja? Hat einen fast an einen Bunker 45 erinnert. Na gut, also darum geht es. Wirtschaftliche Gesamtrahmenplanung, die ist eben angesagt. Und da will ich nicht behaupten, dass ich ein Freund der Planwirtschaft bin. Die ist nämlich bisher immer schiefgegangen. Ja? Aber diesmal muss es halt irgendwo klappen. Also wir brauchen ein 2-Grad-Notstandsprogramm. Und das erfordert auch, dass wir diese Parteiplänkeleien mal lassen. Ja? Der eine sagt, der andere sagt, die Opposition kritisiert und. Dieser Käse muss einfach mal aufhören. Ja? Und wir haben ja eine Notstandsgesetzgebung. Also ich kann mich noch erinnern, wie mein Bruder zum Beispiel dagegen nicht gerade zurückhaltend dagegen demonstriert hat. Aber sowas Ähnliches bräuchten wir irgendwie. Ja?
Wir brauchen bräuchten eine Notstandsregierung, die jetzt diese ganzen Streitereien und diesen ganzen Quatsch da mal sein lässt. Und zum Beispiel müssten wir die 1000 größten, nur mal Beispiel, größten Kohlekraftwerke sofort schließen. Ja? Oder Filter einbauen, die 90% rausholen. Nicht? Und es gibt eine wunderschöne Website, Climate Trace. Da können Sie sich mal angucken, wie viel die raushauen. Also die größten Ölförderer zum Beispiel, ja, in den USA, die produzieren fast so viel in einem Jahr, wie ganz Deutschland verbraucht. Ja. Hui. Also die größten drei auf jeden Fall. Und wenn man sagen würde, die müssen einfach geschlossen werden. Wenn die das jetzt beschließen würden, ja, oder in Sharm el-Sheikh, da wäre mehr gewonnen als diese ganze Streiterei um die Häkchen. Ja. Sagt man dies, sagt man das. Das ist ja diplomatischer Käse. Ja. Mehr ist das ja nicht. Man könnte wirklich konkrete Entscheidungen treffen, macht aber keiner. Gell? Jetzt ist ja die Hälfte sowieso schon in Bali. Gell? Und da reden sie wieder über was anderes. Ist ja Klima schon längst, haben sie so Bäumchen gepflanzt. Gell? Wunderschöne kleine Bäumchen. Dann haben sie da so ein schönes Hemd angezogen und Friede, Freude, Eierkuchen. Und weg sind sie bei Gelegenheit wieder. Okay, ja, also Flugverkehr pro Jahr 10% weniger, nicht Ausbau. Das würde natürlich auch heißen, dass wir keine Urlaubsflüge da mehr so hätten. Ja? Und ich finde das erstaunlich, dass wir darüber reden, dass Gebäude nicht angestrahlt werden, dass man sich Pullover anziehen soll, Duschkopf und so weiter und so weiter. Ist ja alles gut. Aber wieso kritisiert man denn da nicht dieses, was sich da am Frankfurter Flughafen abspielt? Oder an den Regionalflughäfen? Wieso denn das nicht? Warum können die Traumschiffe ablegen, ohne dass irgendjemand, außer ein paar Aktivisten gelegentlich, ja, dass man da sagt, das können wir uns nicht mehr leisten. Tut uns leid, Freunde. Ja? Auch Rentner müssen leiden. Ist schrecklich. Ist aber so. Ja? Und da könnte man vieles nennen. Okay, das würde höchstwahrscheinlich zur Arbeitslosigkeit führen. Das ist nun mal so. Obwohl ich mir gar nicht so sicher bin, denn im Moment fehlen ja eigentlich Arbeitskräfte, ja. Nicht? Die einen sind gegen Migranten, ja, 2 Millionen dieses Jahr schon, Flüchtlinge, nicht? Und sagen, das wird zu viel. Und die anderen sagen, wir müssen aber an der Autoindustrie, wie sie heute ist, festhalten. Da darf keiner entlassen werden. Ja? Und man könnte jetzt fast sagen, wir können uns das im Grunde in diesem Lande nicht mehr leisten, dass in solchen parasitär überflüssigen Industrien, wie der Autoindustrie im Prinzip, dass da Leute, kompetente Arbeitskräfte gebunden werden. Jetzt können Sie sagen, ja, okay, jemand, der da am Fließband steht, der kann ich am nächsten Tag, Mensch, ärgere dich nicht, im Pflegeheim spielen. Das ist schon klar. Ja, obwohl das schon ginge, ja, wenn ich mir das überlege. Also ich mache es öfter, ist ganz witzig. Und also auf jeden Fall, wir haben einen sehr, sehr großen Arbeitskräftebedarf und insofern wird die Arbeitslosigkeit sich vielleicht angesichts demografischen Wandel und so weiter in Grenzen halten. Aber auch wenn das der Fall ist, kein Problem. Eine Zentralbank kann immer Geld reinschießen. Ja? Wir haben ja die Übung im Grunde mit Quantitative Easing, die neuen Programme, die die EZB macht, um die Staaten, wenn sie ein Problem haben, rauszuhauen. Ja? Das ist im Grunde eine Neuauflage der Outright Monetary Transactions, ist so heimlich still und leise gemacht worden. Wir hatten es gerade in Siegen vorgestern diskutiert und haben uns bewundert. Ja? Gott, oh Gott, da kann die EZB ja von den Staaten einfach die Staatsanleihen aufkaufen, wie sie Lust hat, gell? Ohne Begrenzung. Drücken die natürlich anders aus. Gell? Dürfen sie auch nicht, weil da gibt es ja wieder eine Klage vom EuGH und so weiter, wenn da Gauweiler und Konsorten wieder antreten. Aber okay, also es wird Arbeitslosigkeit geben und eine europäische Zentralbank kann Geld auf den Tisch legen, Schenkgeld. Ja? Das heißt, am 1.1. überweist die EZB 30% oder 50% oder 100% des Staatshaushalts, überweist dann die Staaten. Und die können dann ökosoziale Arbeitsplätze schaffen. Ja? Das können sie bedingtes Grundeinkommen nennen, für die im Privatsektor, weil sie freigesetzt wurden oder so, keine Arbeitsplätze finden. Das Problem hier ist psychologischer Natur. Sie haben da vielleicht den Schlendrian drin. Wenn es was umsonst gibt, ist es ein Problem. Ja? Und nicht zuletzt bei den Sparkassen sehen Sie, dass die Verquickung von Ökonomie, Finanzen und Politik auch nicht immer gerade günstig ist. Deswegen muss man da aufpassen. Man könnte dieses Geld auf der untersten Ebene ausgeben, per Bürgerhaushalt zum Beispiel. Das heißt, die Bürger entscheiden dann, was wollen wir haben? Ja? Wollen wir einen Senioren haben? Wollen wir einen Kindergarten oder beides? Wie ist das? Das klingt jetzt erstmal utopisch, aber ich sage Ihnen eins, im Grunde sind wir von der Politik der EZB mit dem Ankauf der Staatsanleihen, sind wir genau auf der Route. Ja?
nur im Moment mit dem Ziel, die Finanzgroßwirtschaft sozusagen zu retten und den Euro nicht auseinanderbrechen zu lassen. Ja? Uns müsste eben eine etwas Umfokussierung des Ziels da geben. Dann bräuchten wir natürlich ein Biodiversitätsnetzwerk, am besten weltweit, 50%. Wir sind viel zu expansiv. Ja? Also eine Spezies, die alles in Beschlag nimmt, die geht unter. Das ist unvermeidbar. Und vieles mehr. Ist, wenn ich mich recht erinnere, die letzte Folie. Nur mal so ein paar Sachen aus der Lameng. Man müsste eine CO2-Steuer für über 1 bis 2 Tonnen pro Person machen. Ja? Das heißt, wenn jemand mehr verbraucht, also zum Beispiel die Super Rich, die sich im Moment gut gehen lassen, und also das ist wirklich unglaublich. Der Luxuskonsum im Moment, das ist der Wahnsinn. Ja? Gut, ich kenne auch Leute, die 7-mal im Jahr nach Griechenland fliegen, weil sie dann ein Haus haben und es so schön finden und das Wochenende fliegen sie hin. Und das, liebe Freunde, das muss enden, und zwar ganz, ganz schnell. Gut, also 1 bis 2 Tonnen pro Person. Falls mehr, wird 5% des persönlichen Jahreseinkommens pro Tonne eingezogen. Ja? Da könnte man eine Menge Geld kassieren. Jetzt sagen einige, das ist die Ökodiktatur. Ja? Da würde ich sagen, nee, das ist Gerechtigkeit. Ja, Vermögens- und Erbschaftssteuern, um die finanzielle Umstellungslasten besser zu verteilen. Ja? Außerdem ist es so, der Kuchen schrumpft. Ja? Früher war es so, der Kuchen wird größer, da guckt man nicht so, wie viele Anteile haben denn die anderen. Ja? Und dann hat sich keiner groß aufgeregt. Jetzt schrumpft der Kuchen, da guckt man, was kriegt denn der andere? Und wieso soll man das akzeptieren? Wieso soll man das akzeptieren, wenn bei anderen der Kuchen nicht schrumpft? Ja? Das ist so eine berechtigte Frage. Mit anderen Worten, wenn alle weniger haben, dann wird die Akzeptanz, die wird erhöht. Man könnte auch mal drüber nachdenken, wenn wir eben hier unsere Kulturrevolution sozusagen, ja, möglichst keine chinesische, wenn man sowas durchzieht, ob ein Maximaleinkommen nicht das 10- oder von mir das 12-fache des Mindestlohns betragen sollte, ja, um also sozusagen den Unfrieden zu begrenzen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe einige von den großartigen CEOs kennengelernt und die haben auch noch mit Wasser gekocht. Und wenn ich mir überlege, vor 10 Jahren beim Wirtschaftsethischen Ausschuss des Vereins für Sozialpolitik waren wir bei Mercedes und da habe ich denen gesagt, wieso macht ihr eigentlich fossil und stellt nicht mal um? Und dann haben die sowas von hinterm Berg sind die gewesen. Nö, das geht doch, ist doch kein Problem und. Ja? Also in vielen Firmenzentralen, das sind solche Flaschen, die da an der obersten Spitze sind. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Das ist von mir aus populistisch, aber es ist so. Und warum die dann das 100-fache verdienen sollen, das ist mir schleierhaft, ja. Und sorgt doch nur für Unfrieden. Naja, gut. Also alle Einwegprodukte verbieten, auch Becher, Flaschen, Folien. Ja? Jetzt können Sie sagen, ja, da macht die EU aber was. Die haben zum Beispiel Plastikstrohhalme verboten. Ja? Jetzt ist aber so, Sie kriegen jetzt andere Strohhalme. In Griechenland hat man übrigens noch nichts davon gehört. Ja? Ich habe in Griechenland überall gefragt, sagt man, Leute, wie ist das eigentlich? Dann sagen die Leute, ich bin ja hier nicht der Chef. Oder im Flugzeug bei Condor wird gesagt, wir haben noch Restbestände, ja. Oder es wird gesagt, ich arbeite nur eine Woche hier, ich weiß es nicht, ja. Also es konnte mir keiner sagen. Und ich habe letztes Jahr mal auf Samos untersucht, die Umweltsünden. Also es gibt kaum eine EU-Regulierung, die da nicht eingehalten wird, ja. Das ist erstaunlich. Das macht das Land so liebenswert, gell? Meine Frau ist Griechin. Und wenn Sie jetzt aber andere Strohhalme haben, dann raten Sie mal, wie die meistens eingepackt sind. In Plastik, aus hygienischen Gründen. Ja? Also da können Sie sehen, was für eine lächerliche Politik in Bezug auf Plastik betrieben wird. Das ist wirklich schlimm. Ja? Das ist wirklich schlimm. Ende der Massentierhaltung, eh klar, Flächenkoppelung. Ja? Jeder Bauer darf nur so viele Viecher im Stall stehen haben, wie er anhand der Nitratverordnung der EU auf seinem eigenen Acker dann, was die Gülle betrifft, ausbringen kann. Ja, das wäre eine Revolution. Allerdings würde man nur zu einer Regelung übergehen, die man vor vielen Jahrzehnten hatte und die dann aufgegeben wurde. Da sind die Niederländer natürlich froh, weil die dann Gülleexport nach Deutschland machen können, ja, und das nicht verstehen, wie sowas möglich ist. Gut, Ende des Luxus, habe ich schon angesprochen, Kreuzfahrtschiffe, Adios, Business Class, auch nicht mehr, ja. Dann fliegen vor allem die Leute auch viel weniger, glauben Sie es. Und dann natürlich Schließung der meisten Flughäfen und so weiter und so fort, ja. Na schön. Ja, was waren die Botschaften? Vorletzte Folie. Erstens, minimales Restbudget.
Zweitens, der Ökomodernismus ist vollkommen unrealistisch. Drittens, wir haben eine antiökologische Systemlogik, die zu einer Abhängigkeit der Politik von diesem immer weiterlaufen bedingt. Deutschland und EU sind klimapolitisch unzureichend aufgestellt und wachstumsorientiert. Wir haben keine Verkehrswende, ist nur ein Beispiel. Ja, und ein paar radikale Reformen sind nötig. Okay. So, das war's. Vielen Dank. Thank you.